Willkommen zum dritten Teil von Kapitel 16. Das Gleichnis von den Talenten. Hilfreiche Nutzung des Vermögens. Ungleichheit der Reichtümer. Das Gleichnis von den Talenten. Evangelium von Matthäus. Ein Mann rief seine Knechte zu sich und übergab ihnen sein Vermögen. Er gab den einen 5 Talente, dem anderen 2, einen anderen 1, entsprechend deren Fähigkeiten und reiste ab. Der Mann reiste außerhalb seines Landes. Derjenige, der 5 Talente empfangen hatte, handelte mit diesem Geld und gewann 5 andere. Ebenso gewann derjenige, der 2 Talente empfangen hatte, 2 andere. Derjenige, der nur 1 Talent empfangen hatte, machte eine Grube in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Der Herr jener Knechte kam nach langer Zeit zurück. Er rief seine Knechte und rechnete mit ihnen ab. Derjenige, der 5 Talente empfangen hatte, gewann 5 andere. Ebenso gewann derjenige, der 2 Talente empfangen hatte, 2 andere. Der Herr sagte: Guter und treuer Knechten, weil ihr über weniges treu gewesen seid, werde ich euch vieles anvertrauen. Danach trat derjenige herzu, der 1 Talent empfangen hatte, und sagte ihm: Herr, ich weiß, dass du ein harter Mensch bist. Da ich mich vor dir fürchtete, habe ich dein Talent in der Erde verborgen. Siehe, ich gebe es dir nun zurück. Die Reaktion vom Herrn. Du böser und fauler Knecht, nehmt ihm das Talent ab und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden. Dem aber, der nichts hat, wird auch das genommen werden, was er scheinbar besitzt. Man werfe diesen unnützen Knecht hinaus in die Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Die Botschaft Jesus kann wie folgt interpretiert werden: Dass nach seinem Tod die Jünger stellvertretend für ihn tätig sein werden. Er weist auf das Handeln hin. Wer Angst hat, faul ist, kann den Auftrag nicht erfüllen. Der Auftrag, wie sieht es mit der Umsetzung der Aufgaben in unserem Leben aus? Die Bedeutung: Jedem, der hat, wird gegeben werden. Jesus erzählt das Gleichnis, damit wir lernen, es besser zu machen. Das Talent steht für die mitgegebenen Begabungen und dafür, was jeder daraus machen kann. Der Fokus der Erzählung liegt auf dem Versager. Man nimmt von dem, der nichts hat. Der dritte Verwalter erfüllte nicht die anvertraute Aufgabe. Dieser Knecht ist ein trauriges Beispiel, wie man mit Gott anvertrauten Gaben umgehen kann.
Gedankenanstoß. Wie treu bin ich mit der Befähigung, die Gott mir gegeben hat? Gebrauch von den Talenten und die göttlichen Gesetze. Diejenigen, die diese Gesetze befolgen, erhalten den Verdienst ihrer Werke. Friedensnobelpreisträger 1979. Wer die Gesetze nicht hält, kann schwere Konsequenzen davon tragen. Ungleichheit der Reichtümer. Warum sind nicht alle Menschen gleichmäßig reich? Reich an Intelligenz, aktiv und fleißig, um Reichtum zu erwerben. Maßvoll und vorausschauend, um ihn zu bewahren. Er ist ein von Gott angewendetes Mittel, um den Mensch moralisch zu prüfen. Jeder soll ihn einmal besitzen, damit er lernt, guter Gebrauch davon zu machen. Könnte Armut auf der Welt verschwinden, wenn man eine gleichmäßige Verteilung der Reichtümer vornehmen würde? Nein. Es würde jedem nur einen geringen und ungenügenden Anteil geben. Das Gleichgewicht würde in kurzer Zeit zerstört durch die Unterschiedlichkeit der Charaktere und Fähigkeiten. Armut und Reichtum. Die Armut. Eine Prüfung der Geduld und Ergebung. Das Reichtum. Eine Prüfung der Nächstenliebe und Selbstlosigkeit. Ist Gott gerecht, wenn er Reichtum gibt an Menschen, die davon schlechten Gebrauch machen? Es gibt hier einen Beweis der Weisheit und Güte Gottes. Der Reichtum ist ein Mittel, ihn moralisch zu prüfen. Gerechte Verteilung von Vermögen. Die Missbräuche aller Art werden aufhören, wenn die Menschen sich nach dem Gesetz der Nächstenliebe richten. Liebe Internautin, lieber Internaut, vielen Dank fürs Mitlesen dieses Inhalt aus dem Evangelium Jesus. Bis bald!